Hallo miteinander und willkommen zum zweiten Teil des Anfängerguides hier bei TorrentGet. Ja, das bin ich und ich habe euch ja im ersten Teil so ein bisschen die Grundlagen beigebracht, wie das alles sich hier errechnet und was für Werte theoretisch wichtig sind. Und jetzt werden wir so ein bisschen, das wird ein sehr viel, sag ich mal, praktischeres Video, wo ich sehr viel in der Charaktererstellung selber bin, beziehungsweise hier beim Leveln bei Hilor. Das ist der Mann, den ihr nämlich bekommt, wenn ihr eben das bei der Schwierigkeit anlasst, dass ihr umschulen könnt. Also er wird eh da sein, aber jetzt habt ihr eben diese Funktion, dass ihr hier die Gefährten ausbilden könnt, also das heißt in dem Fall euch selbst und eben die anderen auch. Vielleicht kleine Sache, momentan gibt es noch eine Known Issue, das heißt, wenn ihr das im Late Game macht, wenn ihr euch im Late Game umschult und gewisse Paths, Mythic Paths beschreitet, was nochmal so ein extra Level Ding ist, was nebenher läuft, neben den eigentlichen Stufen der Charaktere. Wie gesagt, im Late Game ist es so, ist ein Bug, dass ihr dann die Stufen nicht richtig leveln könnt. Also behaltet das im Hinterkopf, aber momentan, ne, wenn ihr eh gerade anfangt erst und vielleicht wie ein normaler Mensch irgendwie so, ja, nur ein paar Stunden am Tag zockt, dann sollte euch das Problem ehrlich gesagt nicht treffen, weil Bugs werden ja mit der Zeit auch gefixt, hoffentlich. So, dieser kleine Caveat dann aus dem Weg. Was werden wir in diesem Video machen? Ich werde euch so ein paar Klassen zeigen, so ein paar Sachen noch erzählen, die man da beachten sollte, wenn man ja sich entscheidet für eine Klasse. Zusätzlich, welche Klassen ich ganz gut finde für den Anfang, je nachdem, was ihr für Bedürfnisse eben habt. Und ein paar sehr nützliche Talente werde ich euch sagen. Ich werde euch sagen, wenn ihr nicht wisst, was für Talente ihr wählen müsst, welche Talente man immer nehmen kann, wo mir nichts verloren ist. Und ihr, wenn ihr dann vielleicht später weiterspielt und euch dann denkt, hey, ich würde doch lieber was anderes nehmen, könnt ihr euch ja immer noch umschulen. Ja? Lasst euch nicht von Puristen einreden, dass das nicht toll ist, dass man sich umschulen kann. Man kann natürlich seinen Charakter auch am Anfang von 0 bis 20 planen. Dann lest ihr euch halt erstmal auf Deutsch wahrscheinlich 200 Seiten durch. Dann plant ihr euren Charakter und dann könnt ihr natürlich auch spielen. Ja, wie ihr euch vielleicht denken könnt, war die Funktion dieser zwei Videos jetzt hier, euch das zu ersparen und dass ihr trotzdem spielen könnt. Ne? Ja. Und wie gesagt, wenn es dann tatsächlich zum Ende hin oder so wieder mal so schwer wird, dass es gar nicht mehr geht, könnt ihr im Spielkaskad immer noch runtergehen. Ist auch keine Schande, vor allem wenn ihr das so wie ich spielt, vor allem eigentlich wegen der Geschichte, nicht unbedingt, weil man jetzt hier der größte Pathfinder-Boy hier im Land werden möchte. Ne? So, also Hilor, dann reden wir doch mal kurz miteinander. Wir leveln uns selbst. Also das Bild ist ja eigentlich egal. Wir nehmen mal wieder diesen extrem coolen Dude hier. So. Ich habe es ja im letzten Video schon angedeutet. Die Tipps, die ich euch jetzt ein bisschen geben werde. Man sieht es ja auch immer hier. Barbar kann man immer spielen. Vielleicht ein bisschen spezieller, weil er keine Schwertrüstung trägt. Außer man nimmt halt diese Unterklasse. Das ist vielleicht ein bisschen der Grundtenor des Klassensystems hier ist, wenn ihr sagt, okay, ich möchte eigentlich einfach einen Magier spielen oder einen Hexenmeister, der einfach nur eine Robe trägt und wie sich halt wie ein Magier sich verhält und zaubert und hinten stehen bleibt und so, dann nehmt ihr einfach einen Hexenmeister oder einen Magier und das ist völlig okay, ja. Wenn ihr aber sagt, ich hätte aber gern eigentlich ein Tier, ja. Ja, dann, okay, dann nehmt ihr halt den Waldhexenmeister, ja. Könnt ihr zaubern und ihr habt auch noch ein Tier. So. Oder ihr sagt, Barbar hört sich ganz geil an, weil ich da diesen Kampfrausch habe, den könnt ihr auslösen, ist eine coole Fähigkeit, ist aber auch nicht so mikrointensiv, das macht ihr halt in der Regel dann einmal im Kampf und dann ist es okay, dann läuft das durch. Deswegen ist auch eine der leichteren Klassen, tankt halt hier vorwiegend mit HP, da gibt es ganz viele Sachen, wie ihr Schadensresistenz noch bekommt, Kampfrauschfähigkeiten heißen, die man nehmen kann dann, aber ich brauche die euch nicht alle erklären, ne? Denn da seht ihr, das Kampfrauschkraft ist so jeden zweiten Level mit dabei. Und da gibt es ganz viele Sachen, die ihr eben wählen könnt. Ich meine, es steht immer dabei, was es ist. Also ist es halt, ja, lesen könnt ihr ja alle. gehe ich mal aus. Aber ihr seht, ihr verbessert dann quasi euren Kampfrausch immer mehr. Und habt dann einen Barbar, ne? Wenn ihr es aber sagt, ja, ein Barbar ist ja schon ganz geil, aber ich will ja nicht nur ein Lederrüstung rumlaufen wie so ein Bilder. Gut, dann nimmst du halt einen gepanzerten Koloss, der trägt nämlich Schwerterrüstung dann. Der steht nämlich gar nicht da drauf. Hinweis, ihr seht das vielleicht hier, wenn ich mal so auf den Barbar drauf gehe, das ist die Grundklasse, da seht ihr die Skills der Grundklasse. Wenn ihr in so eine Unterklasse reingeht, dann seht ihr da, wo ein X dabei steht, das ist das, was die Klasse verliert im Vergleich zu der Grundklasse. Also hier wäre das eben beim Koloss das Gefahrengespür oder hier unten die schnelle Bewegung oder Reflexbewegung. Es gibt immer Upsides und Downsides, je nachdem, wenn man sich hier unten umschaut.
müsst ihr so ein bisschen drauf achten. Also ich sag nicht, dass ihr müsst jetzt unbedingt zwingend eine allgemeine Klasse spielen. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ihr hier reinguckt und dann seht, hey, Gepanzerung, das klingt ja geil, guckt es euch an, ja, schaut euch an, was die Unterschiede sind zu der normalen Klasse, dann könnt ihr euch immer noch entscheiden, ja. Und selbst wenn es dann nach zweiter Level nicht klappt, wo ihr denkt, na, ist nicht, ich meine, dann nehmt ihr eben eine andere Klasse, weil ihr einfach umskillen könnt. Ist auch völlig okay. Also, Barbar ist mal so die etwas Exotenklasse hier, vielleicht, was ich euch hier vorstelle. Der Rest ist eigentlich relativ einfach. Unterschied zwischen dem Hexenmeister und dem Magier ist ja im Prinzip mehr oder weniger der, dass der Hexenmeister über Charisma hier in der Regel castet. Ihr müsst immer, seht ihr, der himmlische Hexenmeister nennt mich Weisheit, immer darauf achten, wenn ihr hier durchklickt, welches das Cast-Attribut ist, das euch dann Bonuszauber später bringt und so weiter und so fort. Hier beim weißen Hexenmeister ist es dann Intelligenz. Also ein bisschen aufpassen müsst ihr. Grundklasse ist zum Beispiel Charisma. Ist natürlich an sich so rollenspieltechnisch eine nette Wahl vielleicht, ne, wenn, dass man einen charismatischen Anführer eben hat. Als Hexenmeister kann man das machen. Wie gesagt, hier würde ich euch tatsächlich den Waldhexenmeister zum Beispiel empfehlen. Ist eine ganz coole Wahl. Da kriegt ihr nämlich auch ein Pet mit dabei. Dann werdet ihr zwar das Blutlinien-Talent zur Auswahl verlieren. Also normalerweise könnt ihr euch da verschiedene Blutlinien aussuchen, die euch verschiedene Boni geben. Hier kriegt ihr das Blut des Waldes. Ja, und dann seht ihr eben, was ihr hier für verschiedene Fähigkeiten dann dazu bekommt, beziehungsweise Sachen, die ihr zaubern könnt. Ne? Aber ihr habt halt ein Pet. Ja? Und wie gesagt, das ist ja mittlerweile nicht nur ein Pet zum Hin- und Herschicken und Kämpfen. Meiner Meinung nach ist es immer gut, wenn man Tiergefährten dabei hat. Deswegen läuft mein aktueller Playthrough auch mit einem Zoo in der Gegend rum. Es gibt ja mittlerweile noch mehr, man kann die Tiere ja auch reiten, solange sie eine Größenstufe unter dem, über dem Charakter sind. Ja, also wenn das kleine Tiere sind oder so, oder Medium-Tiere, die wachsen auf Level 7 immer noch einmal auf eine höhere Stufe. Und deswegen werden wir zum Beispiel auch auf unserem Raptor reiten können, weil wir ein Halbling sind. Im normalen Playthrough. Ja, und ansonsten bis dahin kämpfen eben die Tiere einfach als weiterer HP-Pool, als weiterer Damage-Dealer bei euch mit. Ihr könnt die Tiere auch verschieden skillen, die haben auch so ihre Archetypen, die ihr da auswählen könnt. Da gibt es ein paar Sachen, die man dann beachten kann. Da kann ich euch aber auch dann gleich auch nochmal zeigen, was es da so zur Auswahl gibt. Da eher defensivere Varianten und eher offensivere Varianten, die ganz gut sind. Ja, also wenn ihr Taub zaubern wollt, gibt noch ein Pet mit dazu. Ja, nimmt ihr den Hexenmeister. Ihr seht, der ist jetzt, wenn man sich das so anschaut, sag ich mal, nicht die spannendste Klasse auch von allen, na, aber er hat halt die ganze Zeit die Zauber und im Gegensatz zum Magier musste die halt nicht lernen aus Büchern, beziehungsweise nicht aus Büchern, sondern aus Stiftrollen. Ihr kriegt die mal per Liste und ihr kann sich dann immer gewisse Zauber aussuchen, die ihr dann erlernt. Und ihr wirkt sie natürlich spontan, das heißt, er kann sich aus dieser Liste, die er selber halt hat, die er sich dann ausgewählt hat, ja, kann er so viel, kann er von mir aus auch achtmal dasselbe wirken, je nachdem wie viele Zauber er eben hat, während natürlich ein Magier jeden Zauber nur so oft wirken kann, wie er sich ihn gemerkt hat. Also wenn ich dann zweimal Heilung drin habe und zweimal irgendeinen Schadenszauber, dann kann ich nur genau zweimal Heilung und zweimal Schadenszauber machen. Nicht viermal Schadenszauber oder viermal Heilung. Im Gegensatz zum Hexenmeister, der das eben kann. Dazu kommt noch so ein bisschen der Unterschied zwischen göttlicher Magie und arkaner Magie. Also Hexenmeister und Magier machen halt eben arkane Magie. Da habt ihr auf den Rüstungen, die ihr so habt, die sogenannte der arkane Zauberfehlschlagchance, das heißt, die solltet ihr, außer ihr skillt das explizit, es gibt nämlich mehrere Talente, also die diese prozentuale Chance, die auf Rüstungen eben drauf ist, reduziert. Ja? Also man kann durchaus auch einen Magier in einer Rüstung spielen dann, so ist das nicht. Man wird da die Schwerrüstung nicht tragen können, und selbst wenn man beide Talente nimmt, die die arkane Fehlschlagchance reduzieren im Laufe des Levels, selbst das macht halt bei den größeren Rüstungen so viel nicht aus. Es gibt noch eine Sache, es gibt Rüstungen aus Mithral, oder Mithril, das ist so ein Spezialmetall, da ist dann die arkane Fehlschlagchance auch nochmal geringer. Also in der Mithril-Rüstung, da könnt ihr dann mit den zwei Talenten auch nochmal ordentlich was raushauen. Ne? Bei göttlichen Zaubern, also hier beim Inquisitor, beim Kleriker zum Beispiel, oder Kriegspriester und so, wobei Kriegspriester glaube ich gar nicht, bei Kleriker auf jeden Fall, das sind göttliche Zauber und die, ja, die stören sich nicht an der Rüstung, oder diese arkane Zauberfehlschlagchance, die gilt für die nicht. So, ihr merkt schon, ne, man kann halt sehr viel erzählen bei diesen ganzen Sachen. Es gibt viele Dinge, die man beachten muss. Und ja, also wie gesagt, auch da bei den Magiern, so, wenn ihr irgendwas Cooles seht, schaut es euch an, schaut euch die Unterschiede an zu der normalen Klasse. Neunschwänziger Erbe, was ist das denn? Das hat was mit einem Fuchs zu tun. Ja, ein magischer Schwanz ist ja ganz komisch. Also ja, das ist alles Mögliche, könnt ihr hier spielen. Ja. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr wollt einen Fernkämpfer spielen, dann bietet sich zum Beispiel der Jäger an. Der kriegt auch auf dem ersten Level sofort auch sein Pet mit. Das heißt, ihr habt dann wieder jemanden dabei und der kann das auch noch schön zusätzlich buffen. Ihr könnt dann auch, es gibt auch ein Talent, das euch dann euer Pet sowieso verbessert. Das könnt ihr relativ am Anfang nehmen, das, dann kriegt ihr ein paar zusätzliche Stufen. Das
beziehungsweise wird so gerechnet und ist dann sowieso stärker und eine super Hilfe entsprechend. Ja, könnt ihr natürlich dann den Jäger spielen, der kann zum einen ein bisschen zaubern, ja, das ist deswegen ist eigentlich so eine ganz coole, sage ich mal, ja, Einstiegsklasse, weil er halt von allem so ein bisschen was hat. Er hat halt, er kann ganz normal zum Beispiel Fernkampf machen, er kann, er hat ein Pet dabei und er zaubert halt so ein bisschen mit, ne? Zaubert über Weisheit. Das muss man dann eben entsprechend auch ja, im Hinterkopf behalten, dass man diesen Stat eben dann nicht dumpt oder so, sondern da was mitnehmen muss. Ne? Bei Jägern gibt es zum Beispiel zu beachten, da können wir uns gleich mal kurz durchklicken, oder allgemein bei Fernkampfcharakteren, die Fernkampfwaffen benutzen und mit denen irgendwie ja in den Nahkampf reinschießen oder allgemein, ja, eigentlich vorwiegend in den Nahkampf reinschießen, da ist es der größte Vorteil dabei. Genau, ich habe mich mal durchgeklickt hier, völlig random, also ne, nicht hier was auf die Waagschale legen. Es gibt jetzt nochmal die Talente kurz, zum Beispiel beim Kernschuss. Der gibt euch schon mal ein Plus 1 auf Angriff und Schadenswürfe, wenn ihr auf Leute schießt innerhalb einer Entfernung von 30 Fuß. Ist aber eh eine Voraussetzung für ganz viele coole andere Talente, wie ihr hier unten sehen könnt. Und da ist es halt der bereits erwähnte Präzisionsschuss. Da seht ihr, ihr habt nämlich immer, wenn ihr in die Menge reinschießt, in den Nahkampf, einen Malus von minus 4. Deswegen empfiehlt es sich tatsächlich immer mit den Schützen am Anfang eines Kampfes erstmal die gegnerischen Zauberer oder die gegnerischen Kleriker oder die gegnerischen Schützen, die irgendwo in der zweiten Reihe hinten stehen, anzuvisieren. Da könnt ihr erstmal ohne Malus draufballern und das sind eh gefährliche Gegner, die ihr ausschalten solltet. Und erst danach, wenn das alles um ist, dann erst in die Menge reinschießen. Wo ihr normalerweise eben diesen Malus von minus 4 hättet, es wäre also schwieriger, die Leute zu treffen, wenn sie im Nahkampf sind, weil die eigenen Leute ja quasi dabei stehen, ne? Und der Präzisionsschuss, der macht diesen Malus eben weg und damit könnt ihr dann, ja, sehr viel besser reinschießen. Also super geile Sache. Müsst ihr dann erstmal einen Kernschuss nehmen und könnt dann beim nächsten Talent das hier in den Präzisionsschuss nehmen. So, und lasst euch auch, wenn ihr das hier seht, lasst euch da nicht erschlagen von, ich weiß, es sind eine Menge Talente, die man hier theoretisch hat, die man nehmen kann. Da seht ihr das Talent übrigens für den Gefährten, der besondere Gefährte. Bindung mit dem Tiergefährten ist ungewöhnlich eng. Attribute des Tiergefährten werden berechnet, als wäre deine Klasse 4 Stufen höher, bis zur Maximalstufe, die deiner Charakterstufe entspricht. Das heißt, ne, da ist dann eben der Gefährte nochmal immer gebuffter, nochmal stärker. Super geile Sache. Das ist das, was ich erwähnt hatte, das Arkane Rüstungstraining. Und ihr seht, das senkt die Chance für Arkane Zauberparts aufgrund der Rüstung, die man trägt, auf 10%. Da gibt es da eben die Meisterschaft, die man hinterher noch nehmen kann. Und die verbessert das Ganze auch nochmal. Ja. Also, ihr seht, werde ich kumuliert, also maximal 20% kriegt ihr hier eben weg. Ist aber schon mal etwas, wenn man dann eine mittlere Mithril-Rüstung trägt, kann man damit von fast arbeiten. Also von einem Mithril-Kettenhemd, da ja, habt ihr dann gar keinen Zauberpatzer mehr drauf zum Beispiel. Genau, und übrigens, na, wie schon gesagt, ich würde es nochmal erwähnt haben, na, dieses Talent mit dem Kernschuss und mit dem Präzisionsschuss, das braucht ihr natürlich auch für einige der Zauber, die sich eben zum Beispiel mit Geschicklichkeit verrechnen. Also diese ganzen Strahlenzauber, die ich erwähnt hatte beim letzten Mal. Sieht man später hier, kann man das Ganze auch noch verbessern. Entsprechend. Geht halt allgemein. Es gibt halt oft bei vielen Talenten ist immer noch eine Steigerung, wie man Sachen verbessern kann. So, jetzt sagt ihr, okay, ich bin jetzt auf einem Level und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, ja. Es gibt so ein paar Talente hier, zum Beispiel das hier, Ausdauer. Das verbessert eure Athletikwürfe und eure Zähigkeitswürfe plus 4. Das heißt, ihr steigert einfach eure Verteidigung. Gleich ist es bei der Abhärtung, gibt euch mehr Trefferpunkte, ist aber natürlich vorwiegend auf Nahkampfcharakteren dann zu bevorzugen. Dann hier blitzschnelle Reflexe und ihr seht, das kann man auch mehrmals steigern, das verbessert die Reflexrettungswürfe. Oder hier unten dann Eiserner Wille zum Beispiel, das sind dann eben die Willensrettungswürfe. Also selbst wenn ihr sagt, hey, ich habe gar keinen Plan von diesem ganzen Zusatzzeug, ich kann immer den sicheren Weg und sagen, hey, ich mache mich einfach in der Defensive stärker. Das geht immer. Dann gibt es hier ganz viele Sachen, zum Beispiel den Fertigkeitsfokus. Damit könnt ihr gewisse Fertigkeiten verbessern. Das ist zum Beispiel, wenn ihr sagt, ey, ich habe einen Charakter, der ist ziemlich weise, hat viel Weisheit. Den setze ich voll auf Wahrnehmung. Zum Beispiel so ein Jäger wäre natürlich prädestiniert, gerade für sowas. Ihr seht, das ist bei ihm auch eine Klassenfertigkeit hier, die Wahrnehmung. Ne? Spielt natürlich super rein hier in die Weise. Der kann dann Fallen entdecken und versteckte Sachen entdecken. Und wenn ihr dann so jemanden habt und ihr wisst nicht oder ihr habt gerade kein Kampftalent, was ihr unbedingt wollt, könnt ihr euch natürlich überlegen, okay, dann mache ich hier eben den Fertigkeitsfokus auf Wahrnehmung. Das seht ihr, ich verbessere dann nochmal eure Wahrnehmungswürfe immens.
lohnt sich halt eben, sich dann für sein Team, was man dabei hat, für die Party, jemanden immer aufzubauen. Okay, das ist der Typ, der immer alles wahrnimmt, der alles sieht. Das ist der eine Typ, der beim Überzeugen extrem gut ist, der da ja alle überzeugen kann von sich. Also jemand, der diplomatisch begabt ist mit viel Charisma oder hier eben jemand, der Tricks, der Schurke oder hier Camellia ist zum Beispiel ein Begleiter, der das auch ganz gut kann, dass ihr eben Fallen entschärfen könnt. Ne? Das Böse ist, Camellia kann die Fallen meistens selber nicht erkennen, ja, weil ihre Wahrnehmung so schlecht ist. Deswegen braucht jemand anders, der das für sie macht. Und sie kann dann mit Hilfe von Tricks, und das kann auf viele Arten, andere Arten auch noch verbessern, eben die ganzen Sachen entschärfen. Dann bei Magiern so grundsätzlich, dass ja, durchschlagende Zauber helfen euch bei Zauberern, die ja die feindliche Resistenz zu überwinden, dann Elementarfokus, ne? Wenn ihr dann Energieschaden macht, irgendeine Art, dann könnt ihr eben den Schwierigkeitsgrad, der ja, wie ihr jetzt mittlerweile wisst, quasi das Haupt, ja, das Hauptding ist, was die Stärke eines Zaubers eben beeinflusst, den könnt ihr erhöhen für alle Kältezauber, für alle Feuer-, Kälte- oder Säurezauber. Müsst euch halt das Ganze angucken, welche dieser, ja, Elementarten ihr am meisten benutzt. Der Feuer bietet sich natürlich immer auf einen Magier an, mit Feuerbällen, mit Feuerstrahlen. Es gibt da eine ganze Menge Feuereffekte, die man da nutzen kann. Auch für, wenn man eine größere Menge reinballern kann, da ist das schon ganz nützlich, da mehr Schaden zu machen und besser zu treffen. Beziehungsweise eigentlich besser zu treffen, nicht mehr Schaden zu machen. Ja, die geschickte Hände sind auch ein Ding, wo man doch mal seine Tricks verbessern kann, zum Beispiel. Und in dem Fall verbessert das auch das magische Gegenstand benutzen, die Fertigkeit. Hier oben ist dann der normale. Die normale Zähigkeitsverbesserung, das oben, dieses Ausdauerteil ist immer ein bisschen spezieller, kann man aber auch nehmen. Gibt es auch hier entsprechend, kann man sich da verbessern, mehrere Level lang. Und dann gibt es immer wieder Modi, ja, die man sich holen kann, zum Beispiel hier den heftigen Angriff. Die laufen in der Regel ähnlich, das gibt es auch bei Waffenfinesse, da gibt es auch einen Modus, der heißt Biss des Piranhas, der funktioniert so ähnlich wie das hier. Eben da. Opfert ihr ein bisschen was von eurem Angriffswert. Ihr trefft also schlechter, macht aber dafür dann mehr Schaden. Ja, und ihr seht auch, da gibt es nochmal zusätzliche Verbesserungen, die man sich da freischalten kann. Ist eigentlich auch Nahkampfcharakteren ein Muss, dass man das hier mitnimmt. Oder eben das Pendant, wo man mit Geschicklichkeit agieren kann. Tatsächlich ist es so, hier braucht ihr das. Wurde eigentlich gerade eben noch angezeigt. Genau, da war es doch kurz. Naja, egal. Ihr doch, solltet dafür zumindest, da ist es. Wenn man es anklickt, ist es weg. Ja. Sehr gut programmiert. Ja, ihr seht, Stärke 13 braucht man dafür. Es gibt ein weiteres Talent hier oben, also 13 ist ein magischer Wert. Und manche Sachen hier zum Beispiel ausweichen, auch dafür braucht ihr 13 Geschicklichkeit, um das freischalten zu können. Wieso ist das wichtig? Es gibt eben manche Klassen oder manche Aufstiegsklassen, besser noch manche Prestigeklassen, je nachdem, wie man das jetzt nennen möchte, wo man zum Beispiel das hier genau braucht. Deswegen, ne, wenn ihr einen Nahkämpfer spielt, solltet ihr Geschicklichkeit, selbst wenn ihr sagt, hey, ich möchte schwere Rüstung spielen. Und eigentlich reicht mir, ja, kriege ich da sowieso keinen Geschicklichkeitsbonus mehr. Es ist so ein Vorteil, dass das sind die 13 zumindest mitzunehmen, dass ihr eben das Ausweichen mitnehmen könnt. Und dann zum Beispiel, das kann ich euch auch gleich zeigen, hier unten, das sind ja die zusätzlichen Prestigeklassen, die man sich reinskillen kann irgendwann. Das ist quasi ja sowas wie ein Multiclassing, aber halt mit einer Spezialklasse, wo du quasi, ja, wo du halt nicht einfach nur einen Skalden oder einen Schurkenmisch oder irgendwas davon, sondern hier musst du gewisse Voraussetzungen erfüllen, um da rein zu scannen. Ist vielleicht auch eine einfache Variante für euch, wenn ihr Anfänger seid, als euch Gedanken darüber zu machen, wie ihr verschiedene Klassen hier oben mixt. Weil das ist dann das nächste Ding, ne? Irgendwann dann Multiclassing zu machen, aber ja, das ist ein Thema für ein anderes Video. Habt ihr zum Beispiel hier beim standhaften Verteidiger war es, glaube ich. Genau. Auf den drauf geht. Das ist eine super Verteidigungsklasse, die sich eben, ja, also super für einen Tank zum Beispiel, also für einen Paladin oder wenn ihr selber Kämpfer seid und eher tanken wollt als Schaden austeilen. Ja, da könnt ihr, seht ihr, ihr braucht die Abhärtung, das Talent, haben wir vorhin gesehen, ihr braucht das Ausweichen und ihr braucht einen Grundangriffsbonus von 7. Ja, und dann könnt ihr das ganze Ding hier mitnehmen und levelt dann einfach hier in dieser Klasse weiter. Ihr seht, das sind auch nur 10 Stufen in Anführungsstrichen. Also wenn ihr quasi bis Level 10 die eine Klasse macht und dann die hier oder ihr fangt irgendwann mittendrin an, dann könnt ihr die hier durchleveln und könnt eure Grundklasse dann normal auch noch weiter leveln und so. Also das sind so ein paar Kniffe, die es hier eben hat. Da gibt es ganz unterschiedliche coole Sachen, die man hier machen kann. Ja, Mr. Schütter ist auch nicht so krass eigentlich, ne? Man muss halt mit Kriegswaffen umgehen können, also das Talent haben. Und ja, Fähigkeit, keine Zauber zu wirken, Zauber der dritten Stufe. Da muss man dann eventuell
ja, zum Beispiel einen Kämpfer mit einem Magier oder so, ja, kreuzen. Wenn man sich solche Sachen überlegt, grundsätzlich sollte man halt immer überlegen, hey, wenn ich einen Kämpfer mache, ja, der perspektivisch eben in so eine Klasse reinskillen soll, wo eben, ja, ein anderer Wert ausschlaggebend ist, zum Beispiel, ne, wenn man in irgendwelche Zauberklassen reingeht oder so, dann muss man eben gucken, dass man die eben auch ein bisschen levelt, das Attribut. Ihr kriegt sowieso, wenn ihr auf den ganzen 20 Levels, wenn ihr da durchgeht, bekommt ihr 5 Attributspunkte zusätzlich. Alle 4 Level gibt es da ein. Das heißt, von dem, was ihr jetzt am Anfang habt, da könnt ihr noch jeweils 5 dann verteilen im Laufe der Zeit. Das kann man auch schon so am Anfang bedenken, wo man die noch reinstecken möchte, in welches Attribut. Ja, wenn ihr Ritter seid, wenn ihr Briten kämpfen wollt, ne, bieten sich natürlich diese berittenen Kampftalente dann entsprechend an. Ihr könnt eure Rüstungen verbessern, das dann vor allem für die Kämpfer dann eben hier den nochmal einen Bonus mitnehmen auf die Rüstungsklasse für die jeweilige Rüstung, die ihr tragen wollt. Und das dürften dann bei Kämpfern oftmals, wenn Standardkämpfer sind, eben eine schwere Rüstung sein. Gleiches, was hier für den Rüstungsfokus gilt, geht natürlich auch für den Waffenfokus. Ne? Wenn ihr euch dann auf irgendeine Waffe spezialisiert, was halt immer so ein bisschen blöd ist, deswegen finde ich das halt immer extrem gut, dass man sich umskillen kann, weil es ist halt super langweilig, das ganze Spiel immer nur mit derselben Art und Waffe zu kämpfen. Und ja, da ist das auch super gut, aber wenn ihr das halt eben macht, dann werdet ihr eben besser in dieser Waffe und kriegt da zusätzliche Sachen, die ihr freischalten könnt, um mit der entsprechenden Waffe noch besser zu werden. Ja. Bei all diesen Kampfmanöver-Talenten, beziehungsweise bei den Gruppentalenten, da sind immer mehrere Leute abgebildet, die sind halt diese gelblich untermalt. Da seht ihr halt, das gibt es ja zum Glück mittlerweile, sieht man das, Gemeinschaftstalent, wer das alles hat. Ne? Wir haben uns dafür entschieden, ja, diese koordinierten Kampfmanöver zu machen, dass unsere Kampfmanöverwürfe besser sind. Ne? Das gibt es dann an allen möglichen Entwaffnungen und all so ein Gedöns, das sind alles Kampfmanöver, die so nebenher stattfinden, was man dann machen kann. Aber man kann natürlich auch sagen, hey, Schildwahl. Ja, ihr seht dann immer, was hier steht zum Beispiel. Hier geht es halt darum, dass Leute mit Schilden nebeneinander stehen. Und das gibt uns dann entsprechend dann ja, Rüstungsboni bei den Schilden. Zum Beispiel gut, wenn man ja das mit den zwei Tanks gibt, sowieso immer vorne stehen und kämpfen, dass sie sich gegenseitig unterstützen. Oder hier eben die, sag ich mal, ja, offensivere Variante davon, wo man dann mehr Schaden macht, wenn man jemanden umzingelt oder in die Zange nimmt. Das ist also auch eine super Sache. Es gibt auch eins. Nicht das auf die Schnelle, wo das für Magier ganz gut ist, aber man muss es halt dann immer nehmen. Dem wird es uns nicht empfohlen, weil es ein Kämpfer ist. Na, also hier kannst du, wenn du ein Magier bist und du eben andere Leute, die daneben stehen hast, die halt dann Schilde haben oder Tarschen, sind halt dann eben Sachen, ne? Da müsst ihr das quasi so abpassen, dass neben dem Magier immer jemand steht und dass der Magier zum Beispiel ganz vorne an jemanden aus der ersten Reihe steht, der auch dieses Talent hat. Ne? Es ist alles ein bisschen trickier, ne? Bei Magiern auch in den Kampfzaubern auch ein super wichtiges Talent. Und das erhöht eure Konzentration. Ihr müsst euch immer konzentrieren, immer Konzentrationswürfe ausführen, wenn ihr zaubert. Das verbessert das hier zum Beispiel, wenn ihr ziemlich nah dran am Geschehen seid. Da ja auch nochmal Wachsamkeit, ne? Wahrnehmung sofort nochmal verbessern. Für unseren Wahrnehmungsspezialisten. Ja, also ihr merkt, es gibt eine ganze Menge verschiedene Sachen, die man sich hier holen kann. Ne? Hier Umgang mit exotischen Waffen. Ist natürlich auch immer interessant, wenn man irgendwas super Spezielles dann führen will, wie irgendwelche japanischen Geschichten, Tongi Insai oder so. Wenn ihr darauf steht, müsst ihr eben mit exotischen Waffen umgehen können oder in gleich eine Klasse, die das sowieso kann. Würde sich in dem Fall sicher empfehlen. Aber auch so, ne? Ihr wollt euch einen Samurai bauen, der wirklich ein Kämpfer ist, dann müsst ihr halt auf sowas hier zurückgreifen. So, jetzt haben wir natürlich viel über Talente gesprochen, die man ernehmen kann, die immer nützlich sind. Schauen wir uns vielleicht mal ganz kurz ein paar Zauber an, die ich ganz gerne benutze. Das wird jetzt ja vorwiegend ja, das Early- bis Mid-Game abdecken. Da gibt es so ein paar Evergreens, die eigentlich immer gut sind. Ja, und bis dahin solltet ihr eigentlich schon genug Ahnung haben vom Spiel, dass ihr ja selber ableiten könnt, welche anderen Magiegeschichten ganz gut sind. Da sind wir mal bei unserem Kleriker. Der hat so einiges hier im Petto, was ganz gut ist. Vor allem im Buff-Bereich. Also, das ist so das Standardding, wenn ihr auf einen Kampf stößt, der euch zu schwer vorkommt, beziehungsweise ihr ja, habt ihn vielleicht schon beim ersten Mal verloren, beim ersten Versuch und überlegt, wie ihr jetzt vielleicht besser dran gehen könnt, müsst ihr euch eben buffen. Ja, dann gibt es so Sachen wie Gebet, das eure ja, Glücksbonus auf Angriff, Waffenschaden, Rettungs- und Fertigkeitswürfe macht. Und die Gegner kriegen auch noch einen Malus da drauf. Super geile Sache.
Ganz am Anfang schon, das könnt ihr auf ganz anderes Spiel schon mit Spruchrollen sowieso wirken. Das Segnen, das gibt einen Moralbonus auf die Angriffswürfe und verbessert ja euer Widerstand gegen Furchteffekte, was auch eine coole Sache ist. Schild des Glaubens auf Charaktere, die jetzt nicht die dickste Rüstung tragen oder halt auf alles, was irgendwie tierischer Begleiter oder sowas ist, ist eine ganz gute Sache. Na, die Magierrüstung wirkt ja nicht als Magier auf euch selbst. Dann sehen wir mal hier bei Nenio zum Beispiel. Na, das Schild ist auch eine ähnlich gute Sache. Gibt eben einen Schildbonus. Kann man auch ganz gut verteilen zum Schutz. Dann Spiegelbilder ist ein ganz netter Zauber. Den kann man unterschiedliche machen. In dem Fall ist es dann natürlich auch nicht persönlich. Das heißt, um die Person oder um ja, den Zaubernden erscheinen so ein paar Spiegelbilder, die eben als Deckung gelten, beziehungsweise die müssen mal erstmal weggeprügelt werden, bevor man den eigentlichen Zaubernden trifft. Dann gibt es zwei super wichtige Zauber. Das ist einmal das Verschwimmen. Das tarnt euch, beziehungsweise das tarnt einen Verbündeten um 20%. Das, ja, das ist so Zauber, ohne die kommt man später normalerweise gar nicht mehr klar. Das heißt, der Feind hat einfach eine 20% Fehlschlagchance, wenn er euch angreift. Grundsätzlich super Sache. Später wird das noch verbessert mit Standard Vortäuschen. Da wächst das Ganze noch 50%. Also ne, vor allem bei Charakteren, die nicht so, ganz so viel AK haben, vielleicht im Nahkampf. Nur wenn ihr so einen Arkan-Betrüger habt, wie hier den guten Wolif, der ist eher auf Illusion, soweit ich weiß, mit unterwegs. Er kann sich dieses ganze Zeug hier auch holen mit Verschwimmen und später Standard Vortäuschen. Super geile Sache, hilft ihm am Leben zu bleiben. Oder auch allen anderen, ehrlich gesagt. Wenn ihr sowas noch auf einen Tank dann packt, der sowieso viel RK hat, dann packt ihr auf den Tank auch noch, das haben wir gerade noch gar nicht, aber Steinhaut, ja, dann kriegt ihr nochmal massiv RK dazu, dann lasst ihr ihn noch Standard vortäuschen, ja, dann ist das, dann ist der fast, ja, untreffbar. Zumindest solange der Zauber andauert, da werden wir auch gleich zu Steuer kommen noch drauf, wenn wir den Zauber nochmal zurück in die Talente springen, zu den Metamagie-Talenten, das seht ihr auch hier unten. Dieses Ding. Ja, momentan ist noch nichts drin, weil ich nichts gewählt habe. Aber mit der Magie, da könnt ihr Zauber dann eben entsprechend verlängern. Ihr könnt sie stärker machen. Ihr könnt ganz viele Sachen machen mit Metamagie. Ja, aber bevor wir das machen, hier passt auch unglaublich starker Zauber für jeden größeren Kampf, für jeden wichtigeren, härteren Kampf. Eigentlich auch ein Muss. Ihr bessert im Prinzip alles. Ist einfach schneller in allem. Ihr schlagt besser zu. Ihr verteidigt euch besser. Die Geschwindigkeit, genau, die erhöht sich dann auch nochmal und ihr kriegt nochmal einen zusätzlichen Angriff mit der Hauptwaffe. Also ja, Hast es einfach unglaublich stark und ihr kriegt es relativ früh, muss man sagen. Ist ein Stufe 3 Zauber. Also nochmal zurück zum Kleriker. Hier gibt es auch nochmal so solche Sachen wie gemeinschaftlicher Energie widerstehen. Das gibt euch zum Beispiel am Anfang des Kampfes ein bisschen Schutz gegen Elemente. Später gibt es auch noch hier gegen Gesinnung, je nachdem, wenn ihr gegen Coach, gegen böse Sachen kämpft, kann man sich das auch mitnehmen. Und ganz viele andere Sachen sind vor allem bei den Klerikern ja auch so super nützlich. Ihr werdet immer wieder auf Gegner stoßen, die euch verschiedene ja ganz bittere Zustände verpassen. Manche machen euch blind, dafür braucht ihr dann eben Blindheit kurieren. Kann ich dann mal entscheiden, wie man das macht, ob man das bei Spruchrollen immer macht, dass man sich Spruchrollen mitnimmt und das damit kodiert, weil wenn man es reinzieht, dann belegt es natürlich einen Slot. Und es ist halt so ein Ding, wo man nicht weiß, ob man es wirklich braucht oder nicht. Gleiches gilt bei Krankheit kodieren oder teilweise Genesung oder später vollständige Genesung. Was ist denn hier? Genau, das ist der meditierende Kollege. Damit könnt ihr Attributschäden wegmachen. Also immer, wenn ihr irgendwie Level verliert oder Attribute verliert oder auch wenn ihr erschöpft seid, könnt ihr teilweise Genesung da wirken, dann wird das wieder weggemacht. Später für noch heftigere permanente Attributsverluste oder Levelverluste gibt es dann die vollständige Genesung. Auch super wichtig eigentlich. Ein super wichtiges Ding habe ich eigentlich immer dabei. Ihr seht also, ja, was ist das? Immer nur hier mit dabei. Genau, ihr seht ja auch den gemeinschaftlichen Schutz vor Gesinnung, der euch eben hier einen Ablenkungsbonus auf die RK gibt und Resistenzbonus für Rettungswürfe. Wenn man gegen Kreaturen einer gewissen Gesinnung kämpft, das ist jetzt bei Dämonen jetzt vielleicht einfacher, da immer das Richtige zu finden, als wo es, als ja früher, wo es nicht ganz so klar war, gegen was man für Leute antreten muss. Könnte übrigens, falls die Frage immer, weil die Frage immer wieder kam, also auch hier, wenn ihr mit Beschwörer sowas spielen wollt, das geht auf jeden Fall sogar mit einem, also mit einem bösen Kleriker quasi, als böser Kleriker, Hexenmeister, was auch immer, ne? Die können alle auch alle Tote beleben, können sich alles holen. Und es gibt dann auf jeder Stufe Monster bei Zaubern, die man mitnehmen kann.
Also das geht auch auf jeden Fall alles. Im Offensivbereich bei Magiern gibt es so am Anfang gefühlt gar nicht so extrem, was man machen kann. Man ballert halt mit den magischen Geschossen drauf, was immer gut ist, was immer okay ist. Aber ich unterstütze eigentlich meistens mit den Magiern auch, vor allem in den ersten paar Levels. Ja, meistens vorwiegend meine Leute einfach, so gut es geht. Dann gerade mit Schilden und so und Gedöns oder eben, ihr seht ja eine Schneeball-Magierrüstung für sich selbst zum Aufpassen. Oder ja, mit Schlaf kann man versuchen, ein bisschen Crowd Control zu machen. Ja, also Leute einschläfern, dass sie halt nicht mehr aufwachen. Oder ja, erst auch, wenn man ihnen mit einer Keule über den Kopf zieht. Was aber super gut ist, was man ziemlich schnell bekommt, ist das hier, die Gruppe erschaffen. Was die Gruppe macht, die zieht eben, also ihr erschafft die eben und die zieht dann die Leute nach unten oder einen Teil der Feinde nach unten. Ja, und die können halt in der Zeit nicht kämpfen. Das heißt, ihr macht halt ihre Kollegen, die noch oben geblieben sind, in der Zwischenzeit weg. Das ist ein super Tool für Crowd Control. Ja, kann man auf jeden Fall immer empfehlen. Der erste, sag ich mal, Schadenszauber, den ich ziemlich häufig benutze, ist der Flammbogen. Ihr seht das auch hier. Ist ganz nett, weil der eben auch von Ziel zu Ziel weiterspringt und kann unter Umständen auch ziemlich viel Schaden machen, wenn man das auf höheren Stufen wirkt. Später gibt es dann zum Beispiel auch hier nochmal, ne, die Mördergrube. Da fliegen sie nicht nur runter, kriegen auch noch Schaden, wenn sie unten sind. Ja, super cool. Und auch hier, ne, Monsterbeizauber. Aber ne, ich bin echt ein Freund davon, einfach extrem viele Leute hinzustellen, die mit mir mitkämpfen. Deswegen habe ich so viele Tiere, deswegen habe ich ganz oft Monster herbeizaubern und so weiter. Oder hier zum Beispiel beim Kleriker eben das Tote beleben. Kann man auch immer mitnehmen. Eine andere Sache, die ich noch nicht erwähnt habe, ist auch wieder eigentlich ein Talentding. Aber ihr seht ja hier unten immer bei den Zaubern, ne, was das für eine Schule ist. Und ihr könnt euch natürlich auch bei den Talenten auf eine gewisse Schule spezialisieren, dass die Zauber dann besser rauskommen. Wir gehen da eh gleich nochmal zu den Talenten. Machen wir das einfach gleich, dann kann ich euch das gleich zusammen mit der Metamagie zeigen. So, das sind wir mit der Charaktererstellung bei dem Magier. Ja, ist jetzt auch hier vorne alles völlig random eigentlich, was ist für eine Rasse und so weiter. Das habe ich jetzt gar nicht perfekt ausgewählt. Darum geht es auch gar nicht, denn wenn ich dann hier hinten sind, bei den Talenten, das ist das, was ich meinte, der Zauberfokus. Könnt ihr eben sagen, hey, ich möchte, dass alle meine Hervorrufungszauber eben besser sind. Das sind so die, ja, viele der Damage-Zauber. Zumindest gefühlt sind es viele Illusionen, sind so dieses Verschwimmen oder Vortäuschung, Nekromantie erklärt sich, glaube ich, von selbst. Und ja, bei den Ansagen müsst ihr so ein bisschen gucken, was was ist. Eine Beschwörung ist eigentlich auch relativ klar. Ja, Kenntniszauber würde mir jetzt auf den ersten Blick also keine Ahnung, was es ist. Aber müsst ihr halt einmal im Zauberbuch gucken, dann seht ihr schon, was es genau ist. Genau, also das sind eben die Sachen, könnt ihr euch spezialisieren. Und das könnt ihr eben noch weiter betreiben, ihr könnt es noch weiter spezialisieren. Und dann, ach, das können wir eigentlich auch bei den Spezialtalenten machen. Wenn ich jetzt hier weitergehe, kriegt ihr einen Magier-Bonus-Talent noch mit. Ihr seht, wenn ihr den normalen Magier nehmt, dann kriegt ihr das immer wieder. Und das sind eben so die Talente, die ja für Magier gedacht sind. Da seht ihr eben auch die ganze Metamagie-Geschichte. Was zum Beispiel super nützlich ist, ne, ist so Zauber ausdehnen, ne, dass Zauber doppelt so lange wirken. Das ist halt, wenn ihr so das auch mit einer Hast habt, ne. Die meisten wirken ja so in der Minute pro Stufe. Also umso höher ihr seid, umso länger hält das Zeug dann immer auch an. Ihr könnt das aber dann eben auch hier nochmal ausdehnen und länger machen. Ihr könnt euch auf einen ganz, ja, gewissen Zauber spezialisieren, ja, in dem Fall, da könnt ihr sagen, okay, magisches Geschoss ist unser Ding, das machen wir jetzt hier noch härter, noch besser, und das erhöht eben die Stufe des Zaubers um 2 Stufen und das erhöht den Schwierigkeitsgrad des Zaubers, wie wir gelernt haben im letzten Video, und er ist dann eben, ja, schwer dazu resisten, trifft besser, einfach schneller als schnell, Zauber schneller zu wirken, hier schneller Zauber zu wirken. Wie du mal das sagen möchtest, um sich selbst zu verwirren. Ne? Also ich meine, ich muss euch hierzu nicht viel erklären. Da steht alles eigentlich genau da, was es macht. Also beachtet das im Hinterkopf, ne? Bei Magiern gibt es genug Talente, wo man tatsächlich, ne, wirklich nur das magische Gedöns ständig steigert und was auch echt teilweise nötig ist. Ne? Ja, hier Zauber erhöhen, ne, auf höheren Stufen wirken, ist auch wieder so ein Ding, was man auf jeden Fall mitnehmen kann. Ne? Und deswegen hat der Magier eben auch zusätzlich zu seinen normalen Talenten, die er bekommt, auch diese Spezialtalente, dass er sich eben hier spezialisieren kann. Aber wenn ihr am Anfang seid und euch einen Magier macht, dann seht ihr, ihr habt hier endlos viele Tabs, die man noch machen muss. Deswegen gehen wir die ganz kurz mal durch. Ne? Ihr sucht euch dann auch eine spezialisierte Schule aus. Und 2 gegensätzliche Schulen. Das heißt, ihr legt euch schon mal fest, ne? In der Sache hier will ich ganz besonders gut sein. Ja, das hier wäre halt der Fokus auf Hervorrufung. Macht ihr eben mehr Schaden mit den Zaubern, ne? Und umso höher ihr seid im Level, umso mehr macht das eben aus. Ihr müsst dann, naja, Vertrauten bekommt ihr auch noch, ist kein richtiger Begleiter, aber ihr seht, die verbessern durchaus so ein paar Fertigkeitswürfe bei euch, ne? Wieder mal Wahrnehmung oder hier Überzeugungswürfe in dem Fall, ne? Könnt ihr euch halt aussuchen, was euch am besten passt. Ja, da hier, wenn man einen Huhn hatte, kriegt man mehr Trefferpunkte, ist natürlich auch nicht schlecht. Mit einem Hasen mehr Initiative und so weiter. Super coole Sache, habt ihr noch ein Tierchen, was mit euch rumläuft.
Und hier müsst ihr euch dann zwei Schulen aussuchen, die ihr quasi schlechter kennt. Die Quintessenz ist im Prinzip aus dem Ganzen, ne? Wenn ihr eben, ja, ihr könnt zwar diese Zauber noch wirken, aber ihr braucht halt doppelt so viele Plätze dafür, um sie zu wirken. Deswegen, wenn ihr das hier macht und euch hier für zwei Schulen entscheidet, die ihr halt gar nicht nehmen wollt, würde ich jetzt zum Beispiel hier, ne, ich will nicht Nekromantie machen, ich will auch mich nicht verwandeln in irgendwelches Gedöns oder hier, ich will keine Beschwörungen mit dabei haben. Ja, dann nimmt ihr das so mit und dann solltet ihr tatsächlich auch diese Sachen wirklich nicht wirken, weil es sich einfach nicht rentiert. Ja. Geht ihr am Anfang auch bei der Zauberliste, könnt aber wie gesagt als Magier im Spiel auch aus Schriftrollen tatsächlich Sachen lernen, beziehungsweise Sprüche lernen, wenn ihr die anfindet. Und da ist das hier mit der Liste gar nicht so wichtig. Beim Hexenmeister uns ist das wichtiger, weil der ansonsten außer über die Liste an keine anderen Sprüche rankommt. Ja, ansonsten das übliche Götter, ne, chaotisch böse natürlich, was auch sonst. Ja. Und dann seid ihr hier am Ende mit einem tollen Magier. Jo, eine der neuen Klassen, die dazugekommen ist jetzt beim zweiten Teil, ist der Ritter und seine verschiedenen Unterklassen. Das spiele ich ja selbst und kann es eigentlich auch empfehlen. Das ist nicht sehr micro-intensiv tatsächlich. Und es ist halt, ne, Kämpfer und Ritter und so, das sind also die Klassen, wo man halt alle Rüstungen tragen kann, wo man alle Waffen benutzen kann, was ganz cool ist. Eben, man bekommt eben als Ritter auch noch einen Tiergefährten, ja. In der Regel ist es halt ein Pferd, ja. Ihr seht auch hier, ich steht das nochmal, was ich vorhin gesagt hatte, ne. In der Regel dann mit den Klassen ja auf Stufe 7, dann wächst ihr nochmal, dann könnt ihr auf dem auch reiten. Und beim Bestienreiter, da habt ihr eben die Auswahl, nehmen wir es mal so und dann sehen wir es auch. Ja, da habt ihr die Auswahl zwischen ganz vielen verschiedenen Gefährten. Ne? Da habe ich mir den Velociraptor geholt, aber Triceratops, Mastodon, was auch immer ihr eben wollt, ja, könnt ihr euch hier holen. Solltet bedenken, was ich da jetzt erfahren, dass man auf diesen 1000 bisher nicht reiten kann, ja. Also beachtet das im Hinterkopf und ihr seht auch immer die Größe. Ne? Hund ist auch mittelgroß. Mittel. Na, Pferd kommt halt groß raus, das ist halt gleich mal das Wesentliche. Und deswegen kann halt ein Mensch zum Beispiel, der sich so ein Pferd hier gönnt, sofort auf dem Pferd reiten, während wir, die wir jetzt zum Beispiel ein Halbling spielen in unserem Hauptspiel, der zwar klein ist, aber der Velociraptor kommt auch klein raus. Ja, wir könnten zum Beispiel auf einem mittleren Tier gleich reiten, wir könnten auf einen Hund in den Krieg reiten. Ich wollte ja einen Velociraptor haben, deswegen müssen wir warten. Ja. So. Also auch sowas, die sind auch nicht so schwer, die haben ein paar coole Sachen. Da müsst ihr ja mal gucken, dass ihr den Ansturm immer benutzt bei den Rittern. Die sind eigentlich darauf ausgelegt, dass sie eigentlich reiten. Ja, da ist ja so ein paar Buffs, die man hier mitnehmen kann zum Beispiel. Ist auch ein super Ding, was ständig läuft. Ein schöner Moralbonus auf Angriffswürfe und so weiter. Kann man immer mitnehmen, ist auch relativ einfach zu spielen. Paladin ist auch relativ einfach zu spielen. Ist im Prinzip ein Krieger, also ein Heiler in voller Platte. Wobei die Kleriker schon sehr viel bessere Heiler sind. Der hat auch noch so ein paar Zusatzzauber. Es geht alles über Charisma, also ist auch so ein klassischer Anführer einer Truppe. Ihr kriegt aber auch einen Paladin tatsächlich extrem früh, also in den ersten paar Spielminuten. Also ist das immer so ein bisschen verschwendet, aber ne, wenn ihr einen Paladin spielen wollt, hey, wieso nicht, ne? Eine andere Klasse, die man natürlich auch am Anfang gut spielen kann, ist der Schurke. Ne? Ganz klassisch zum Beispiel, ne? Der hat die Besonderheit des hinterhältigen Angriffs. Das heißt, wenn ihr jemanden die Zange nimmt, beziehungsweise ihn flankiert, also quasi, wenn jemand vorne... Wenn ihr eine Linie durch, wenn ihr eine Linie durch den Gegner ziehen könnt, vom Schurken zu jemand anders eurer Truppe, der das Monster angreift zwischen euch, ja, dann ist es eben garantiert, dass er dann hier dann mehr Schaden macht, weil er seinen hinterhältigen Angriff verwenden kann. Das kann man auch mehrmals leveln, man kann das mehrmals verbessern, ist auch relativ einfach. Der muss nicht viel machen, kann aber auch tatsächlich gesehen, der Ding ist ja mystischer Gauner, einer eurer Begleiter, der kann dann eben noch mit zaubern, auch eine ganz gute Sache, aber wenn ihr den normalen Schurken nimmt, dann seid ihr damit erstmal beschäftigt. Kann natürlich auch nicht nur mit Messern oder mit Dolchen, sondern er kann das natürlich auch mit einem Bogen machen, so als quasi als Schütze, wobei da eher der Attentäter so ein bisschen in diese Richtung geht, was ein bisschen besser macht. So, und weil das Video jetzt eh schon viel zu lang ist, das erste Tipp-Video ja, mit den taktischen Tipps, denke ich, werden wir das an der Stelle beenden. Ich habe zwar noch ein paar andere Sachen auf Lager, ich müsste mal fast so ein Appendix hier dranhängen, ja, aber ich denke, das sollte man da. Ich denke, ich konnte euch zumindest so ein paar Sachen auf dem Weg mitgeben, die euch helfen sollten in euren ersten Encountern, beziehungsweise in der ersten Spiel, im ersten Spieltitel. Ja. Und es sollten allerdings tatsächlich noch mehr Videos kommen, das weiß ich jetzt schon, ich habe nämlich auch was Neues aufgenommen, wo ich zum Beispiel ganz genau darauf angehe, wie man mit schweren Gegnern umgeht, wie man da vielleicht an die Seite rangeht und
Ja, sonst bedanke ich mich. Ich hoffe, dass euch die Tutorials geholfen haben, dass ihr jetzt vielleicht ein bisschen einen besseren Überblick habt und euch traut, an das Ganze ranzugehen. Es ist halt super schwierig, die Klassenempfehlungen in einem großen Ausmaß zu machen, weil es halt so viele Möglichkeiten gibt. Wie schon gesagt, fangt klein an mit relativ einfachen Klassen, und wenn ihr merkt, dass euch das zu langweilig wird, dass ihr die ganzen Spielsysteme begreift und vielleicht auch einen Begleiter, der ja auch andere Klassen haben, wenn ihr sagt, hey, das ist eigentlich ganz geil. Und dann könnt ihr euch immer noch, wie gesagt, umskillen, falls ihr meine Tipps befolgt habt, weil ihr das Umskillen im Schwierigkeitsgrad angeschaltet habt. Ja, und da steht euch nichts im Weg und ihr könnt da immer wieder verschiedene Sachen ausprobieren. Ihr könnt auch später im Spiel, wenn euch die Begleiter nicht gefallen, könnt auch Söldner anheuern. Das heißt, das sind Charaktere, die ihr selber baut von Anfang an. Ihr könnt euch eine ganze Söldnertruppe mitnehmen mit eigens gebauten Leuten. Also am Ende, ja, so mache ich das in der Regel. Wenn die ganzen Geschichten der ja, Story-Charaktere durch sind, dann kann man sich quasi die Nonplusultra-Truppe zusammenbauen. Aber dann weiß man ja schon in der Regel, worauf es ankommt. Und dann macht das nämlich umso mehr Spaß. Denn tatsächlich ist bei Pathfinder das Charakter bauen, das Charakter ausbauen, das Konzipieren, das macht schon einen ganz großen Teil des Spaßes aus, den man hier hat, neben der Geschichte. Und ich hoffe, dass ich euch so ein bisschen ja, erklären konnte, was halt die Faszination daran ist, die vielen Möglichkeiten. Und ja, dass ich euch ein bisschen die Angst nehmen konnte. Ja. Versucht's einfach, ja. Anders, wenn es euch nicht passt, skillt euch um. Ja, wenn es gar nicht läuft, dann denkt nochmal drüber nach, überdenkt euren ganzen Bild, ob das alles passt. Und wir sehen uns dann vielleicht in dem nächsten Video. Ja, ihr könnt tatsächlich auch bei mir zuschauen, das sind immer Experten auch mit im Chat, im Livestream oder unter den Videos unterwegs. Die helfen euch auch gerne weiter, genauso wie ich. Also auch hier gilt, falls ihr noch Fragen habt, falls ihr besondere Sachen wissen wollt, dann schreibt sie in die Kommentare. Und dann werde ich versuchen, sie zu beantworten. Entweder hier unter den Kommentaren oder in dem extra Video. Ist aber wirklich genug der Abmoderation. Ja, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall macht es. Ja. Und abonniert, falls ihr mehr sehen wollt. Denn CRPGs und Guides dazu haben wir hier immer wieder auf dem Kanal. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir zum Beispiel wieder Baldur's Gate 3 spielen werden, wenn da die Entwicklung weiter voranschreitet. Und kleinere Sachen gucken wir uns auch mal wieder an. Also, macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao, euer Thorn.